Ja, vielen lieben Dank für die Einladung erstmal zu Buch am Mittag und auch für die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Obwohl es sind ja düstere Zeiten, in denen wir uns befinden. Und es ist nicht einfach nur leicht, ausgerechnet heute über Zukunftsromane zu sprechen, deren Inhalte oft nur allzu sehr an den gegenwärtigen Krieg erinnern, auch wenn die Wirklichkeit weit schrecklicher ist als die Imagination. Aber düster sind durchaus auch die Zukunftsvisionen in den Jugendbüchern, die ich in meiner Dissertation untersucht habe. Ihre Katastrophenszenarien reichen vom totalitären Überwachungsstaat über eine von Klimakatastrophen und Kriegen zerstörte postapokalyptische Welt bis zur vollständigen Virtualisierung des Menschen. Die meisten dieser Szenarien haben gemeinsam, dass sie als Symbol der Hoffnung eine rebellische junge Frau ins Zentrum stellen. Die Future Fiction also verknüpft den Zukunftsdiskurs, den sie ja bereits im Namen trägt, sehr häufig mit einem Geschlechterdiskurs. Weit öfter als männliche Figuren sind es junge Frauen, die als Akteurinnen des Widerstands entworfen und als Agentinnen des Wandels konstruiert werden. So wie die Heldin von Susan Collins, Tribute von Panem, Katniss Everdeen, die in diesem Video des YouTube-Künstlers Francesco Cara Gestalt annimmt. Wie das Video sichtbar macht, handelt es sich bei diesen Figuren um Projektionen, um Entwürfe, um Zuschreibungen. Welche Figuren also sind es, die in der populären Future Fiction für Jugendliche ins Licht der Aufmerksamkeit gerückt werden? Welche Bedingungen liegen ihrem Erscheinen zugrunde? Welche Kulturkritik, aber auch welche utopischen Versprechen werden mit diesen Figuren verknüpft? Und welche Geschlechterdiskurse werden dabei verhandelt? Darüber möchte ich in meinem Vortrag aus der Perspektive einer feministisch-kulturwissenschaftlichen Kinder- und Jugendliteraturforschung sprechen. Zunächst möchte ich Future Fiction als kulturkritische Gattung charakterisieren. Danach will ich Einblick geben in die geschlechterpolitischen Diskurse, in deren Kontext ihre Vorbildfiguren gelesen werden können. Im dritten Teil möchte ich anhand von Beispielen illustrieren, wie vielfältig die Verhandlung von Gesellschaft und Geschlecht in diesen Texten ausfällt. Und zum Schluss noch ganz kurz auf aktuelle feministische Jugendliteratur verweisen. Meine Dissertation entstand, wie gesagt, am Schwerpunkt Kinder- und Jugendmedien des ISEC an der Uni Zürich und wurde bereits im Herbst 2018 eingereicht. Die Schlussarbeiten für die Verlagspublikation fanden im Frühling 2020 während des ersten Corona-Lockdowns statt. Das Buch ist dann im Sommer 20 im Kronos Verlag erschienen. Es steht auch Open Access auf der Website des Kronos Verlags zur Verfügung. Kurz vor, während und auch nach der Publikation des Buches ist vieles geschehen, das sich seinerseits wiederum in Future-Fiction-Texten für junge LeserInnen niedergeschlagen hat. Was hat es mit dieser Gattung auf sich? Vielleicht ist vielen von Ihnen der Begriff Dystopie geläufiger, der sich auf dem deutschsprachigen Buchmarkt vor allem mit der Übersetzung von Susan Collins' Hunger Games durchgesetzt hat. Nun hat die Dystopie aber eine relativ klar konturierte Gattungstradition. In der Forschung wird sie oft als Gegenstück definiert zur Utopie, der Fiktion des bestmöglichen Ortes, weshalb Dystopien häufig auch als Anti-Utopien bezeichnet werden. Klassische Gesellschaftsdystopien sind etwa George Orwells 1984 oder Aldous Huxleys Brave New World, aber auch Margaret Atwoods Report Der Markt, der eine weibliche Perspektive einführt.
breiter und in Bezug auf die vielen Spielarten literarischer Zukunftsvisionen, auch inklusiver, ist der Begriff Future Fiction. Ich verwende ihn für alle Romane, in deren Zentrum der Entwurf einer zukünftigen Welt mit ihren sozialen, politischen, ökonomischen, ökologischen und ideologischen Strukturen samt deren Auswirkungen auf das Leben einzelner Individuen steht. Dabei ist die Future Fiction eine hybride Gattung. Sie verbindet Erzählmuster und Konventionen aus Utopie, Dystopie, Apokalypse, Science Fiction, aber auch Coming of Age, Abenteuer, Liebes- und Fantasy-Roman. Obwohl es weit frühere Vertreter gibt, erlebte die Future Fiction auf dem deutschsprachigen Markt hohe Popularität, vor allem im Zuge des Erfolgs der Tribute von Panem und ihrer Verfilmungen. Zwischen ungefähr 2010 und 2015 kam es zu einem regelrechten Boom dieser Texte. Sowohl The Hunger Games als auch Veronica Roths populäre Divergent-Serie, die ebenfalls erfolgreich verfilmt wurde, basieren auf einem klassisch gesellschaftsdystopischen Muster, insbesondere mit Blick auf die umfassende Überwachung der BürgerInnen. In der inhaltlichen Füllung leben die Werke aber stark von aktuellen gesellschaftspolitischen Diskursen, mit demjenigen um Selbstoptimierung im Rahmen postwohlfahrtsstaatlicher Leistungsgesellschaften, die hier als hochtechnokapitalistische Wettbewerbskulturen imaginiert werden. Dieser Trend an dystopischer Future Fiction setzt sich ungefähr um 2018, 2019 wieder fort. Zunächst war es vor allem die Klimadebatte, die viele Jugendromane rund um postapokalyptische Abschottungsgesellschaften und Überlebenskampf angesichts schwindender Ressourcen inspirierte. In der Kinderliteratur, wie zum Beispiel in Andrea Paluch und Annabella von Sperbers Die besten Weltuntergänge, finden sich dagegen auch hoffnungsvolle Szenarien und utopische Horizonte, in denen der Mensch neu mit der Natur zu leben lernt. Wenn indes das hier ausgemalte Szenario einer Welt nach der großen Flut klar in der Tradition einer Extrapolation, also einer Fortschreibung von als bedrohlich wahrgenommenen Entwicklungen steht, beschreibt das Szenario der Viruspandemie in kaum verfremdeter Form die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, wenn auch vom vergleichsweise privilegierten Standpunkt der deutschen Mittelschicht aus. Beide Szenarien enthalten mit Blick auf die Zukunft eine klare Warn- und Appellfunktion und sind somit Teil einer didaktisch-aufklärerischen, oft auch politisch positionierten Kinder- und Jugendliteratur. Mit Blick auf die Gattungstraditionen, und den kulturkritischen Gehalt von Future Fiction-Texten, hier ein Schema, das zugleich auch einen Überblick über meinen Korpus bieten soll. Also mit Blick auf diese Gattungstraditionen lassen sich folgende Verschränkungen konstatieren. Während die Utopie einen, wenn nicht idealen, so doch besseren Ort imaginiert, um in gesellschaftlichen Missständen oder wahrgenommenen Missverhältnissen als Korrektiv gegenüberzustellen, entwirft die Dystopie Schreckensszenarien, indem sie gegenwärtige Entwicklungen in eine monströse Zukunft steigert. In diesem Sinne fragen auch Future-Fiction-Romane für Jugendliche auf der Basis des Bestehenden nach dem, was sein könnte. Vor allem aber kritisieren sie aus dieser fiktiven Zukunft heraus die Gegenwart. So stellen Apokalypsen die menschliche Gemeinschaft im Angesicht der Katastrophe auf den Prüfstand, erkunden Postapokalypsen mögliche Formen des Zusammenlebens, nachdem das zumeist kapitalistische System kollabiert ist, loten Gesellschaftsdystopien die Spannung zwischen Selbstverwirklichungsanspruch und systematischer Regulierung aus und treiben Science-Fiction- und Cyborg-Romane die Verschmelzung von Mensch und Technologie auf die Spitze. Viele jugendliterarische Zukunftsvisionen kombinieren diese Gattungstraditionen großzügig. Stets aber geht es ihnen darum, aus einem konstruierten Morgen heraus auf ein erlebtes Heute zu blicken.
Zukunftsromane sind also immer Kommentare zur Gegenwart und zugleich Produkte der Zeit, in der sie entstehen. Sie sind eine populäre, aktuelle Version kulturkritischer Praxis. Wie der Kulturphilosoph Ralph Konersmann schreibt, hat die Kulturkritik ihren Gegenstand stets gern aus der Sicht eines hypothetischen Außen dargestellt, um ihre vermeintliche, in der Binnensicht fraglose Selbstverständlichkeit der historischen Beurteilung auszusetzen. Meist ordnet sie dabei die Gegenwart, wie der Kulturwissenschaftler Georg Bollenbeck konstatierte, in eine Verlustgeschichte ein. Entsprechend fallen die Verdikte der literarischen Zukunftsmenschen über unser Zeitalter in diesen Texten selten schmeichelhaft aus. Auf der anderen Seite sind es dann doch oft sehr gegenwärtige Werte und Ideale, die mit den jungen Hauptfiguren verknüpft werden. Stabile politische Utopien im Sinne idealer Gemeinwesen, wie sie die klassischen Utopien hervorgebracht haben, finden sich in diesen Texten keine mehr. Wohl aber werden ihre rebellischen Figuren mit einer Handlungsmacht ausgestattet, die den utopischen Horizont der Texte bildet. Als handlungsmächtige weibliche Vorbildsubjekte befinden sich Katniss, Triss, Tally und Co. allerdings in guter Gesellschaft. Zu Beginn meines Forschungsprojekts stand die Beobachtung, dass in der Populärkultur der letzten 10 bis 15 Jahre und dabei vor allem aber nicht nur in den Spielarten der Fantastik eine enorme Präsenz an durchsetzungsstarken Individuen zu verzeichnen ist. Ich spreche von rebellischen Mädchen- und Frauenfiguren, von Hermione Granger und Katniss Everdeen über Snow White und Daenerys Targaryen bis zu Wonder Woman. Heldinnen, die ihren als sozial, politisch und ökologisch desaströs inszenierten Gesellschaften als machtvolle Akteurinnen entgegentreten, auch wenn sie bisweilen scheitern. Diese Figuren werden im Rahmen eines Ermächtigungsdiskurses und in einer Rhetorik der Stärke inszeniert, die in früheren Repräsentationen des Weiblichen häufig fehlte. Dabei ist weiblich-literarische Omnipräsenz an sich nichts Neues. Seit Jahrzehnten beschäftigt sich die Frauenbildforschung, prominent etwa Sylvia Bovenschen in ihrer Studie Die imaginierte Weiblichkeit, mit der Konstruktion weiblicher Subjekte in der Literatur. Schon 1979 konstatierte Bovenschen eine eklatante Kluft zwischen der symbolischen Repräsentation des Weiblichen und der realen Position und Teilhabe von Frauen in Gesellschaft, Politik und Geschichtsschreibung. Nur in der Fiktion, als Ergebnis des Fantasierens, des Imaginierens, als Thema ist es, also das Weibliche, üppig und vielfältig präsentiert worden. Als Thema war es eine schier unerschöpfliche Quelle künstlerischer Kreativität. Als Thema hat es eine große literarische Tradition, schreibt sie. Die Geschichte der Bilder, der Entwürfe, der metaphorischen Ausstattung des Weiblichen ist ebenso materialreich, wie die Geschichte der realen Frauen arm an überlieferten Fakten ist. Bovenschen beschreibt das Weibliche in der Literatur als Produkt männlicher Fantasien. Insofern hat sich inzwischen durchaus einiges getan. Zum einen erstreckt sich der Diskurs der Stärke mit seiner Figur der taffen Einzelkämpferin weit über den fiktionalen Bereich hinaus, auch auf Alltagsmedien und politischen Diskurs. In Reportagen, Streitschriften, populärwissenschaftlichen Ratgebern und Sachbüchern ist in den Nullerjahren vermehrt und immer öfter die Rede von Alpha-Mädchen und der neuen F-Klasse. Sogar das Ende der Männer und den Aufstieg der Frauen verkündet die amerikanische Journalistin Hannah Rosin in ihrer sich kämpferisch gebenden Analyse der Geschlechterverhältnisse. Der Diskurs um starke Frauen wurde medial breit aufgegriffen und lässt vor allem auch Frauen selbst als Sprecherinnen zu. Eine weitere Verschiebung dieses Diskurses zeichnet sich nach 2015 ab, als immer mehr kinder- und jugendliterarische Biografien über Frauen publiziert werden. In den Regalen und Schaufenstern der Buchhandlungen wimmelte es plötzlich von Wonder und Rebel Girls, von Power Women, unerschrockenen Frauen und Rebellinnen von heute.
Diese Omnipräsenz von Her Story entspricht durchaus einem Paradigmenwechsel in Bezug auf die von Bovenschen konstatierte Unsichtbarkeit weiblicher Geschichte. So werden die lange Zeit marginalisierten und vergessenen Beiträge von Frauen sichtbar gemacht, wird einer neuen Generation eine breite Palette potenzieller weiblicher Vorbildfiguren angeboten. Allerdings werden diese Frauen vielfach als taffe Einzelkämpferinnen inszeniert, wird die Komplexität ihrer Lebensbedingungen und vor allem auch die Komplexität des politischen Kampfes um Gleichberechtigung und Teilhabe oftmals individualisiert und entpolitisiert. Die Art und Weise, wie Frauen in den Fokus der Aufmerksamkeit treten, wurde dann auch und gerade von feministischer Seite durchaus kritisch betrachtet. So beobachtet zum Beispiel Angela McRobbie parallel zum Aufstieg starker weiblicher Vorbildsubjekte, sie spricht in ihrem Buch von Top Girls, eine Abwicklung, ein Undoing des Feminismus. Erfolgreiche junge Frauen, so McRobbie, würden als Metapher für sozialen Wandel und als Subjekte der Exzellenz bzw. als Symbole der Leistungsgesellschaft inszeniert. Dieser individualistische, mit Blick auf die zunehmende Bedeutsamkeit weiblicher Arbeitskraft in einer globalisierten Ökonomie zu lesende Diskurs würde Frauen aber zugleich dazu einladen, sich unter dem Versprechen der Teilhabe von einem kollektiven, auf Sozialkritik fokussierten Feminismus zu distanzieren. Für die Zeit in und nach den 1990er Jahren spricht McRobbie daher von einer kulturellen Dominanz des Postfeminismus. Die postfeministische Kultur sei von individualistischen Narrativen und Appellen an die Selbstverantwortung geprägt, die zumeist weißen, heterosexuellen, gut ausgebildeten und aus der Mittelschicht stammenden, sprich privilegierten Vorbildfiguren und ihre Leistungen würden die heterosexistischen, rassistischen und klassistischen Strukturen verschleiern, die es weniger privilegierten Subjekten verunmöglichen oder zumindest stark erschweren, sich diesem Regime der Selbstoptimierung zu unterziehen. Auch Anita Harris wirft einen kritischen Blick auf die Konstruktionen sogenannter Can-Do-Girls in populärkulturellen wie politischen Diskursen, junge Frauen per se als Gewinnerinnen einer neuen Gesellschafts- und Geschlechterordnung zu betrachten und zu inszenieren, bedeutet auch, sie aktiv als Leistungssubjekte zu konstruieren und ihr Verhalten mit Blick auf spezifische Ideale zu beobachten und zu regulieren. Die Inszenierung junger Frauen als starke Individualistinnen ist also zumindest als ambivalent zu betrachten, was einige Future-Fiction-Texte selbst explizit zum Thema machen. Am explizitesten geführt wird dieser Diskurs in der bereits mehrfach erwähnten Romantrilogie The Hunger Games. Die Hauptfigur, Katniss Everdeen, wird als mittellose Jägerin und Familienernährerin im unterdrückten Distrikt 12 als Tribut in die Hungerspiele, das ist das Propaganda- und Herrschaftsinstrument des ausbeuterischen Capitals, gezwungen. Dort erwirbt sie sich als Girl on Fire, unbeabsichtigt das Image einer Rebellin. Sie wird von den Distrikten zum Zeichen der Hoffnung erhoben und schließlich von den Liedern des Widerstands als offizielles Symbol der Revolution eingesetzt, als Mockingjay. Der Mockingjay in der deutschen Übersetzung der Spotttölpel ist die unerwartete Kreuzung einer zu Spionagezwecken eingesetzten, gentechnologisch produzierten Vogelart, dem Jabberjay, mit den in den Distrikten heimischen Singvögeln, den Mockingbirds. Er ist damit an entirely new species, eine ganz neue Spezies, wie Katniss reflektiert. Jetzt, als ich durch den Schnee laufe, sehe ich die Mockingjays über die Äste hüpfen, während sie die Melodien anderer Vögel aufnehmen, replizieren und dann in etwas Neues transformieren, beobachtet sie auf ihrem Spaziergang. Katniss hat bewiesen, dass sie als Mockingbird, also als heimischer Singvogel, über die Instinkte und den Überlebenswillen
Überlebenswillen verfügt, dies in den Wäldern, aber auch in der Arena des Capitals überleben lassen. Sie sah sich Bemühungen ausgesetzt, sie zum Jabberjay des Kapitols zu machen, indem ihre Handlungen und Sprechakten im Sinne eines konformistischen Diskurses gedeutet und inszeniert wurden. Im offiziellen revolutionären Diskurs soll sie nun endgültig zum Mockingjay einer gänzlich neuen Spezies werden. Das Gesicht, die Stimme, die Verkörperung der Revolution. Inwiefern aber können ihr und ihren fiktiven rebellischen Geschlechtsgenossinnen die Fähigkeit zugeschrieben werden, die Melodien anderer nicht nur aufzunehmen und wiederzugeben, sondern sie in etwas Neues, Eigenes zu transformieren? Diese Frage hat mich bei der Analyse der Texte immer wieder beschäftigt. Denn viele Future-Fiction-Romane können, um einen Begriff von Andreas Mahler aufzugreifen, als Diskursdystopien betrachtet werden, unabhängig davon, welche Szenarien die Texte entwerfen. Als Szenarien also, in denen eine unterdrückerische Macht den Diskurs und dessen Gegenstand, Regeln, Medien und Orte bestimmt. Jugendlichen wird innerhalb dieser Texte eine oftmals utopische Handlungsmacht zugeschrieben, auch und gerade, indem sie lernen, sich in den Diskurs einzumischen, ihn mitzugestalten und ermächtigende Formen des Lesens, Schreibens und Sprechens zu entdecken und geltend zu machen. Aber auch, indem sie als Symbole für andere Lesarten figurieren. Betrachtet man Future Fiction als eine dezidiert kulturkritische Gattung, so zeichnen sich mit Blick auf geschlechterpolitische Inhalte drei Tendenzen ab. Die Katastrophenfantasie kann sich erstens auf eine Rückkehr zu traditionellen hegemonialen Rollenmustern und Geschlechterbildern berufen. Sie kann diese Strukturen zweitens explizit zum Thema machen und der Verhandlung preisgeben, oder aber sie kann sie drittens dekonstruieren. Ein Beispiel für restaurative Kulturkritik stellt etwa Timothée de Fombelles Céleste oder die Welt der gläsernen Türme dar. Die titelgebende Hauptfigur, die nur in der Perspektive des wiederum namenlosen Ich-Erzählers in Erscheinung tritt und selbst weitgehend stumm bleibt, tritt hier als Allegorie der zerstörten Erde auf. Also sie personifiziert gewissermaßen James Lovelocks Gaia-Theorie von der Erde als bedrohtem Organismus. Céleste ist im Rahmen des ökologischen Katastrophendiskurses eine kulturkritische Projektion, aber sie ist auch ein stummes weibliches Objekt, das im Blick des männlichen Subjekts Gestalt annimmt und ihn durch ihr passives Leiden zum aktiv Handelnden macht. Diese Fortschreibung und Naturalisierung traditioneller Geschlechterdichotomien wird vertieft in der durchgehenden Parallelisierung von Frau und Natur. In der noch unberührten Wildnis schließlich stellt das heterosexuelle Paar gewissermaßen die als natürlich markierten Geschlechterbeziehungen wieder her, die in der Stadt verlustig gegangen sind. Ähnlich konservativ, wenn auch weniger allegorisch gestaltet, sich die Restauration traditioneller Geschlechter- und Familienbilder in Susan Bert Pfeffers Last Survivor Trilogie. Hier wird im Rahmen einer Tagebuchfiktion von einer weiblichen Ich-Findung erzählt. Nachdem ein Asteroid den Mond aus seiner Umlaufbahn geschleudert und damit nicht nur Flutkatastrophen, Vulkanausbrüche und eine Verdunkelung des Himmels ausgelöst hat, sondern auch zum Zusammenbruch von Infra- und Sozialstruktur geführt hat, setzt ein erbarmungsloses Survival of the Fittest ein, in dem die 16-jährige Miranda und ihre Familie nur bestehen, weil sie sich ganz und ausschließlich auf die Gemeinschaft der patriarchal definierten Kernfamilie einschwören. Andere Gemeinschaften werden als Überlebensgemeinschaften noch nicht einmal imaginiert in diesem Text. Ehe Miranda selbst einen Ehemann und Beschützer findet, lernt sie, sich mit der ihr auferlegten Beschränkung ihres Bewegungs- und Identitätsspielraums abzufinden. Wie in vielen anderen Texten jugendliterarischer Future Fiction
werden Frauenrechte als diejenigen Errungenschaften dargestellt, die der Katastrophe als erstes zum Opfer fallen. Junge Frauen müssen den öffentlichen Raum zu ihrem eigenen Besten aufgeben, zugunsten des privaten Raums, in dem sie traditionelle Rollenaufgaben wahrnehmen. Zugleich soll Miranda den größten Teil ihrer Essensrationen an ihre Brüder abgeben, die nach Ansicht der Mutter die größeren Überlebenschancen aufweisen. Die Ich-Erzählerin hat die Aufforderung zum Verzicht schlussendlich so weit verinnerlicht, dass sie konsequent auf Nahrung verzichtet und bereit ist, sich selbst wortwörtlich zum Verschwinden zu bringen. Im Gegenzug wird dem Subjekt eine innere Läuterung attestiert. Ich habe nicht gewusst, dass ich zu so tiefer Liebe fähig bin und dass ich so willig sein würde, für andere Opfer zu bringen, schreibt Miranda in ihr Tagebuch. Am Ende gibt sie sogar ihre Position als sprechendes und schreibendes Subjekt auf, indem sie ihr Tagebuch zurücklässt, mit 17 Jahren den kaum älteren Alex heiratet, Mutter wird und Alex in eine von ihm bestimmte Zukunft folgt. Die apokalyptische Welt legitimiert letztlich in diesem Text die Notwendigkeit der heteronormativen Familienidylle über alle anderen Formen von Gemeinschaft und vor allem über alle Formen von politischem Engagement hinweg. Differenzierter und ambivalenter in ihrer Verhandlung gegenwärtiger Formen der Geschlechterregulierung sind oftmals Texte, in denen die Bedingungen weiblicher Sozialisation und Ich-Findung vor dem Hintergrund gesellschaftsdystopischer Strukturen beleuchtet werden. Postapokalyptische Zivilisationen wie Veronica Ross in 5 Fraktionen eingeteiltes Nachkriegs-Chicago und Susan Collins' diktatorisches Panem fordern das Individuum dazu auf, dezidiert dazu auf, in Erscheinung zu treten, um es in eine hochgradig kompetitive Struktur einzubinden. Beide Hauptfiguren, Triss und Katniss, werden mit einem existenziellen Wettbewerb konfrontiert. Wer in Triss' Gesellschaft mit 16 Jahren die Initiationsphase in eine Fraktion nicht besteht, wird Heimat und damit mittellos. In Panem wiederum kämpfen minderjährige Mitglieder der ausgebeuteten Distrikte ganz wörtlich bis auf den Tod gegeneinander. Wie die Wettbewerbssysteme der Gegenwart allerdings rufen auch ihre fiktionalen Extrapolationen junge Frauen als individuelle Akteurinnen an. Sie sollen sich ihre Position im System erarbeiten, unter Ausschaltung der Konkurrenz sichern und durch stetige Arbeit am Selbst verbessern. Soziale Barrieren und schlechtere Startbedingungen gelten als Hindernisse, die es unter persönlichem Einsatz zu überwinden gilt. Damit werden die Funktionsmechanismen moderner Leistungsgesellschaften gerade auch mit Blick auf ihre diskriminierenden Mechanismen offengelegt und mit ihnen auch der individualisierende postfeministische Diskurs verhandelt. Doch während Veronica Roth in diesem Rahmen die Geschichte einer individuellen Ermächtigung erzählt, entnaturalisiert Susan Collins das Narrativ vom autonomen, leistungsfähigen Subjekt. Katniss, die von überwiegend männlichen Drehbuchschreibern als Stimme der Rebellion zum Sprechen autorisiert wird, merkt sehr bald, dass sie als Leinwand für die Entwürfe anderer fungiert und dass ihre eigenen Worte, ihre eigene Version der Geschichte niemand hören will. Denn anders als die individualisierten Narrative von Wahlfreiheit und Ermächtigen liegt es auch nicht in der Macht des Einzelnen oder der Einzelnen, den gesellschaftlichen Diskurs zu formen. Das Individuum macht den Diskurs nicht, eher ist das Umgekehrte der Fall, schreibt dann auch Siegfried Jäger. Der Diskurs ist überindividuell. In der Regel haben sich Diskurse als Resultate historischer Prozesse herausgebildet und verselbstständigt. Sie transportieren ein Mehr an Wissen, als den einzelnen Subjekten bewusst ist. Gerade in ihrer Inszenierung als revolutionäres Symbol wird Katniss von unterschiedlichen, zum Sprechen autorisierten Subjekten hervorgebracht und instrumentalisiert. Dass sie erkennt, in wie hohem Maße
sie von gesellschaftlichen Skripten nicht nur in ihrem Handeln und Sprechen, sondern auch in ihrem Denken und Fühlen reguliert wird, ist als einer der zentralen kulturkritischen Befunde des Werkes zu gewichten, betont dieses Werk doch immer wieder, wie stark die Performance gerade der weiblichen Rebellinnen entlang konventioneller Geschlechterskripte geformt wird, ohne deren Befolgung die Anerkennung verwehrt bleibt. Im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht der Geschlechterdiskurs schließlich in Cyborg-Romanen für Jugendliche. Die Cyborg, eine hybride Daseinsform zwischen Organismus und Maschine, lotet die Erfahrung von Frauen im Technokapitalismus auf sinnbildliche Weise aus. Sie ist, wie die minderjährigen weiblichen Mensch-Maschinen in den Romanen meines Korpus, Eigentum transnationaler Konzerne, ganz und gar abhängig von mächtigen Schöpfervätern und darüber hinaus in erster Linie darauf programmiert, zu gefallen, anstatt selbst zu begehren. Was die 18-jährige Lia in Robin Wassermans Skin-Trilogie, die nach einem tödlichen Unfall in einem perfekten künstlichen Körper erwacht und die Androidin Rose in John Cusicks Girl Parts, die als perfekte Partnerin eines verzogenen Millionärsohns all seine Wünsche erfüllen soll, was diese beiden vereint, ist die Erkenntnis, dass Weiblichkeit in allererster Linie ein gesellschaftliches Konstrukt ist. Konkretisiert wird dies in den körperlichen Einschreibungen, die thematisch in allen Romanen zentral figurieren. Weibliche Körper werden im Technokapitalismus auf besonders rigide Weise reguliert, vermarktet und von der Leiblichkeit und dem Begehren der Protagonistinnen zugleich entfremdet. Dass deren Körperlichkeit keineswegs ein autonom zu bestimmender Teil ihrer Identität ist, wird weiter deutlich gemacht, indem Bewusstsein und Körper im Identitätskonzept der Texte untrennbar verknüpft und als Produkt gesellschaftlich-ökonomischer Machtverhältnisse bestimmt wird. Lia etwa erkennt, dass der Technokonzern, der ihr gescanntes Bewusstsein mit einem künstlichen Körper ausgestattet hat, nicht nur über die Maße und Bewegungsspielräume ihres Körpers bestimmt, sondern auch die Möglichkeit besitzt, formierend in ihr Bewusstsein einzugreifen. Letztlich ist mein Gehirn ein Computer. Hätte mir nicht klar sein müssen, dass Sie ihn so leicht lesen können, wie ich das Netzwerk lesen kann, dass Sie es vielleicht sogar so einfach überschreiben können, wie ich mein persönliches Netzwerkprofil? Im Technokapitalismus, so die These des Textes und auch anderer Texte, ist die Trennung zwischen Mensch und Technologie fließend geworden und diese von den Romanen ausgemalte Erkenntnis birgt sowohl dystopisches als auch utopisches Potenzial. Dystopischen Gehalt haben die neuen Technologien in den Romanen auch und gerade deshalb, weil sie Geschlechterhierarchien dank gesteigerter Überwachungs-, Kontroll- und Programmiermöglichkeiten auf eine ganz neue Ebene heben. Utopisches Potenzial haben sie dagegen mit Blick auf ihren diagnostischen Wert. Kein anderes Bild als die ganz und gar künstliche, menschgemachte Cyborg kann auf so handfeste und konkrete Weise verdeutlichen, wie viel von dem, was wir als natürlich betrachten, Resultat gesellschaftlicher Normen und Verhaltenserwartungen ist. Androidin Rose etwa ist Produkt einer Männerfantasie und solange sie dies nicht erkennt, bleiben ihre Performancen, die Art und Weise, wie sie sich als Frau ausdrückt, diesen Idealen verhaftet. Aber Cyborgs sind lernfähig und erkennen schließlich, dass es ein natürliches Weiblichsein, eine weibliche Bestimmung außerhalb gesellschaftlicher Vorstellungen nicht gibt. Diese Erkenntnis und ihre vielfältigen Herkünfte und Anschlussmöglichkeiten ermöglicht es den jungen Cyborgs, Bündnisse einzugehen, die außerhalb patriarchal-kapitalistischer Verwertungslogiken liegen. In solchen Verbindungen und in den Fähigkeiten, andere Geschichten zu erzählen, liegt schließlich der utopische Gehalt vieler Future-Fiction-Romane. Ihr hoffnungsvoller Horizont besteht häufig in situativen, aber machtvollen Bündnissen zwischen unterschiedlichsten Subjekten,
die den dominanten Erzählungen mit kleinen, selbst und gemeinsam erzählten Geschichten begegnen. So hält es auch Katniss Everdeen nach Erfüllung ihrer Rolle als Symbol der Revolution, wenn sie im Verbund mit und für andere Überlebende die Geschichten der Opfer des Krieges, aber auch der gegenseitigen Verbundenheit erzählt. Es ist eine Form der Vergemeinschaftung und des Erzählens, die auch keine glamourösen Vorbildsubjekte benötigt. Dieses vielstimmige Erzählen hat sich seither auch in anderen Segmenten der Kinder- und Jugendliteratur des Marktes verstärkt. So hat zum Beispiel die MeToo-Debatte auch in der Jugendliteratur eine Revitalisierung feministischer Stimmen und Themen begünstigt. Und diese neue feministische Jugendliteratur tendiert zu vielfältigeren Repräsentationen und Positionen als die Future-Fiction-Texte, die ich untersucht habe und deren Subjekte zum allergrößten Teil eben weiße, heterosexuelle Cis-Frauen sind. Auch wenn in Bezug auf Diversität gerade in der im deutschsprachigen Markt erhältlichen Literatur nach wie vor viel Luft nach oben ist, beginnt sich, und das ist meiner Ansicht nach durchaus ein utopischer Horizont, allmählich herauszukristallisieren, wie vielfältig die jugendliterarische Repräsentation weiblicher Identität und Erfahrung sein könnte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.